Unabhängig davon, dass die Polizei im gesellschaftlichen Ansehen leider nicht mehr so groß dasteht und man in diesem Bereich dagegen wirken muss, haben wir natürlich momentan und die nächsten Jahre konkret das Problem, dass eine riesige Pensionierungswelle in diesem Beruf uns bevorsteht und nicht genügend Nachwuchs letztendlich dafür jetzt bereits ausgebildet wird. Die Politik ist gefordert, letztendlich eventuell den Ministerien zu sagen, dass sie vielleicht nicht so viele Juristen, sondern mehr Mathematiker einstellen sollten. Weil es ist einfach eine ganz einfache Lösung. Ich weiß heute genau, wie viele Leute in 4 Jahren in Pension gehen. Ich kann in etwa ausrechnen, wie viel vielleicht vorher ausscheiden. Ich kann in etwa aus Erfahrungswerten nachvollziehen, wie viele Frauen in dieser Zeit Mutterschutz haben und Elternzeit. Und dann setze ich mich hin und sage, ich brauche in 4 Jahren so viel, in 5 Jahren so viel, in 6 Jahren so viel Polizistinnen und Polizisten. Und die stelle ich jetzt ein, beziehungsweise auch da brauche ich wieder anscheinend mehr den Mathematiker als den Juristen. Da muss ich dann wieder mit einberechnen, wie viel springen eventuell ab, wie macht uns der Fachkräftemangel zu schaffen. Und da muss ich eben etwas 100% plus ausbilden und dann stimmt die Rechnung. Und das macht man momentan gar nicht.